Hallo und willkommen. Mein Name ist Udo Brandt und heute geht es mal um das Thema Pkw-Scheinwerfer, Herbst und das Thema Nebel. In der letzten Zeit kommt es ja häufiger vor, dass wir vormittags bis mittags oder sogar fast den ganzen Tag ziemlich starken Nebel haben. Aufgefallen ist mir dabei, dass viele Fahrzeuge derzeit auch trotzdem bei dem Nebel oder starken Nebel nur mit ihrem Tagfahrlicht fahren. Das heißt ja Tagfahrlicht und es soll nicht im Nebel benutzt werden, wo man sein ganz normales Abblendlicht einschaltet, da es noch Fahrzeuge und Modelle gibt, bei denen das Tagfahrlicht nur vorne funktioniert und hinten ist nichts an. Dann gibt es natürlich die richtigen schönen Härtefälle, die selbst bei dichtem Nebel dann komplett ohne Licht fahren. Na gut, die sind halt in meinen Augen sind die lebensmüde. Dadurch gefährden sie sich nicht nur selber, sondern auch noch andere Personen und Fahrzeuge. Auch aufgefallen ist mir, dass bei vielen Fahrzeugen das komplette Licht gar nicht mehr funktioniert, dass teilweise nur noch ein Scheinwerfer an ist. Es ist kein Riesenaufwand, wenn man, bevor man losfährt, einmal das Abblendlicht einzuschalten, einmal ums Auto zu gehen und zu kontrollieren, ob alle Scheinwerfer noch funktionieren. Denkt dran, es dient eurer Sicherheit, der Sicherheit der anderen, denn ihr werdet einfach besser gesehen. So. Ich wünsche euch trotzdem weiterhin ein schönes Leben in Ungarn und bis zum nächsten Video.